So Leute, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem neuen Video und ihr seht, ich bin schon wieder am Joggen. Ich gehe wirklich in letzter Zeit sehr viel joggen, einfach um den Kopf frei zu bekommen, habe ich mich auch schon ein paar Mal zu geäußert, weil ich lese aktuell so viele Nachrichten, so viele Themen und so weiter und da habe ich einfach mittlerweile das Gefühl, das kann alles irgendwie nicht so ganz richtig sein. Ihr pflichtet mir da immer wieder zahlreich zu bei, postet viele Links, viele geile Kommentare unter den Videos, kritische Kommentare, dementsprechend gehen erstmal Props an euch auf jeden Fall raus und wir müssen das Ganze jetzt mal wieder rational betrachten. Gestern Abend habe ich ein Video hochgeladen zum Thema, dass die Ursula von der Leyen gewählt wurde und auch, dass Annegret Kramp-Karrenbauer jetzt Verteidigungsministerin wird. Und jetzt gerade, wo ich das Video drehe, ist die Ernennung bestimmt schon durch. Wir haben jetzt hier 12.30 Uhr. Video werde ich schneiden, geht dann voraussichtlich heute Abend wieder online, gewohnte Zeit, 18 Uhr. Und rational betrachten. Rational betrachten, erstens, was ich in der Presse festgestellt habe, man liest relativ wenig darüber, dass Ursula von der Leyen gerade gewählt wurde. Es fokussiert sich gerade sehr, sehr viel mehr alles auf Annegret Kramp-Karrenbauer, besonders weil sie auch vor 14 Tagen ja noch gesagt hat, nö, Kabinett würde für mich nicht in Frage kommen, sie hätte so viel mit dem CDU-Vorsitz zu tun und jetzt gerade mal 14 Tage später ist sie dann die neue Verteidigungsministerin. Und man kann mir nicht erzählen, dass innerhalb von 14 Tagen diese Entscheidung gefallen wurde. Das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin fest der Überzeugung, dass das schon deutlich länger feststeht. Und wenn man sich so falsch, meiner Meinung nach, den Wählern gegenüber, anders ist es ja nicht, verhält, ist das nicht in Ordnung und absolut nicht richtig für jemanden, der vom Volk gewählt wurde. Verzeiht mir, wenn ich jetzt hier mit dem einen oder anderen Thema ein bisschen hin und her springe, weil es sind Sachen, die meines Erachtens aber auch irgendwo verknüpft sind. So geht es nämlich zugleich natürlich auch um Ursula von der Leyen. Und Ursula von der Leyen, wie gesagt, Flinten-Uschi, wir brauchen eigentlich auch nebenbei gesagt einen neuen Namen für die Dame. Ist das jetzt die EU-Uschi? Ich weiß nicht, schreibt mal gerne einen Namensvorschlag in die Kommentare. Sie wurde jetzt gerade, oder es gab jetzt gerade vom regierenden Bürgermeister in Berlin, weil der Bundespräsident nicht da ist und auch sein Stellvertreter ebenfalls nicht im Ausland ist, der dementsprechend gab es von ihm als Bundesratspräsident, glaube ich, müsste das sein, eine Rede zur Ernennung bzw. zur Entlassung von Ursula von der Leyen, zur Ernennung von AKK als Verteidigungsministerin. Und ich habe das jetzt gerade hier ungefiltert in einem Video von der Tagesschau gehabt, einfach nur so eine Art Live-Übertragung, die dann hochgeladen wurde. Diese Lobhudeleien, die da auf die Flinten-Uschi gekommen sind, ich kann sie wirklich nicht nachvollziehen. Das ist meine persönliche Meinung, die werde ich mir auch nicht verbieten lassen. Weil wer eine Berateraffäre am Laufen hat, wer Probleme mit der Gorch Fock hat, wer ganz gravierende Ausstattungsprobleme in der Bundeswehr hat, der sollte wirklich nicht so gelobt werden, wie sie es gerade wurde. Das ist meine persönliche Meinung. Punkt. Und da wurde nämlich dann zum Beispiel gesagt, wer Deutschland so stark und so gut und effektiv gedient hat, der hat es auch verdient, honoriert zu werden und bla bla bla. Sowas in der Richtung war jetzt kein Zitat, aber der Wortlaut ungefähr passt. Und das ist doch die absolute Frechheit. Also Leute, versteht mich nicht falsch. Wie soll ich das formulieren? Meinen die das ernst? Glauben die das wirklich, was die da erzählen? Dass jemand, der so viel Schaden und Kosten für unser Verteidigungsministerium bzw. Schrägstrich die Bundeswehr gemacht hat, so eine marode Bundeswehr wie jetzt hatten wir noch nie in der Geschichte Deutschlands. Warum wird so jemand so gelobt? Also klar, dass sie sich engagiert hat, dass sie viel Zeit investiert hat, will ich ihr gar nicht absprechen. Keine Frage. Das ist in Ordnung. Das muss man anerkennen und auch honorieren und auch erwähnen. Aber man kann doch solche kritischen Punkte nicht komplett außen vor lassen. Und da stelle ich mir wirklich als normal denkender Mensch die Frage, meinen die das ernst? Wissen die das gar nicht? Wollen die das nicht wissen? Oder interessiert die das einfach gar nicht, dass das nicht alles nur so toll war? Das kann ich nicht nachvollziehen. Ihr merkt, wie sprachlos ich dabei bin. Und dann gehen die Vermutungen, jetzt gehe ich zur dritten Person, um die es jetzt hier auch noch geht. Liebe Angie Merkel, Grüße gehen raus. Die Dame hat heute Geburtstag. Das ist ein Ehrentag, soll sie auch mal ein bisschen feiern. Und bei dieser Ernennung, / Entlassung, die es jetzt für die beiden Damen gab, hat sie gesessen. Sie hat
gesessen auf einem Stuhl, neben den beiden anderen Damen. Es standen nämlich drei Stühle dort. Und Frau Merkel geht es anscheinend wirklich nicht so gut. Da habe ich mich zu geäußert, dass man definitiv jetzt nicht gegen sie irgendwie rumhaten soll oder Ähnliches. Das kann man auf einer sachlichen Ebene tun. Dass sie gesundheitlich offensichtlich meiner Meinung nach angeschlagen ist, das muss man jetzt nicht irgendwie verherrlichen oder sich darüber lustig machen oder Ähnliches. Das möchte ich hier nur mal ganz klar feststellen oder festhalten. Nichtsdestotrotz sollte man sich darüber Gedanken machen, was wird in der nächsten Zeit mit Frau Merkel passieren. Habe ich ja gestern im Video auch schon gesagt. Ich kann mir definitiv vorstellen, dass Verschiedenes passiert. Erstens, Robert Habeck wird Bundeskanzler, weil die GroKo zerbricht in den nächsten Monaten. Und oder Frau Merkel wird zurücktreten, weil sie dem Druck nicht mehr gewachsen ist, weil sie irgendwelche Probleme hat, was auch immer. Sie äußert sich ja nicht klar dazu, sodass wir es ja nicht beurteilen können, was sie wirklich hat oder auch nicht hat, weswegen diese Zitteranfälle stattfinden. Oder aber, diesen Punkt hatte ich gestern gar nicht so auf dem Schirm, ist AKK vielleicht doch, obwohl sie bei den Bilderbergern nicht dabei war, doch relevant für die Bundeskanzlerin-Position? Ist es doch möglich? Oder aber nächster Kandidat, der jetzt wieder ins Spiel kommt, Jens Spahn. Ist vielleicht Jens Spahn doch noch im Rennen? Weil, wenn wir uns zurückerinnern an Dezember letzten Jahres war es, da waren drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz vorgeschlagen. Das war einmal Jens Spahn, Friedrich Merz und AKK. Und im ersten Wahlgang, ich weiß die Prozente nicht mehr, ich glaube im ersten Wahlgang hat Jens Spahn irgendwas 16 oder 26, irgendwie sowas um die Prozente bekommen und der Rest teilte sich zwischen Friedrich Merz und AKK auf. Nachdem im ersten Wahlgang dann Jens Spahn rausgeflogen ist, im zweiten Wahlgang ist das geendet, wenn ich mich richtig erinnere, 52 für AKK zu 48%. Und die ganzen Leute vom Spahn sind halt einfach mal zu AKK übergegangen. Jetzt ist AKK weg von dieser Position und jetzt könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es dann heißt, ja, jetzt gehen wir hier alle zum Spahn, weil den Friedrich Merz, den mochten wir nicht, den wollten wir nicht und sonst was. Ist der vielleicht doch noch im Rennen? Leute, du kannst auch einen Würfel werfen und du weißt eher Bescheid, was da los ist. Und das ist auch eine Sache, die eine Dame von der FDP gesagt hat. Die Dame von der FDP sagte nämlich sowas ungefähr wie, dass es nicht gut ist, dass man so interne Machtquerelen oder wie man es auch immer ausdrücken mag, wie sie sich artikuliert hat, über ein so wichtiges Amt wie das Verteidigungsministerium macht, dass man da jetzt jemanden hinschickt, der einfach gar keine relevante Vita hat, um so ein Resort zu führen. Weil, ihr wisst das, also ich für meinen Teil sage, ich könnte sowas wie im Bereich Digitalminister oder irgendwie sowas, wie man es auch immer nennt, da wäre ich sowieso für, dass man da ein komplettes eigenes Ministerium macht für Infrastruktur, für die neuen Medien, weil das Internet ist für uns alle Neuland, wie wir wissen. Warum? Weil ich in dem Bereich ausgebildet bin, weil ich in dem Bereich arbeite und berate. Deswegen habe ich da eine Vita und kann auf irgendwas zurückgreifen. Wenn ich aber hingehe und setze jemanden, der noch nicht mal bei der Bundeswehr gedient hat, ich auch nicht, ich war auch nicht bei der Bundeswehr, ich wurde ausgemustert, war Ersatzreserve. Dementsprechend würde ich mir nicht zutrauen, eine Bundeswehr dieses Amt auszuführen und die Bundeswehr zu führen, zu leiten. Warum geht man nicht hin und holt mal endlich einen ehemaligen General oder jemanden, der zumindest mal ein paar Jahre in der Bundeswehr war und da gedient hat und auch die Arbeitsabläufe in Anführungsstrichen kennt und weiß, wie man sich da zu verhalten hat etc. pp. Und zugleich natürlich von der Truppe auch irgendwo akzeptiert wird. Natürlich könnte das auch eine Frau sein. Da habe ich gar kein Problem mit. Das ist ja kein Thema. Wenn die da, wie man so schön sagt, gedient hat und einen guten Job geleistet hat, ist das absolut in Ordnung. Da spricht doch gar nichts gegen. So, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ich habe mir noch zwei Punkte aufgeschrieben. Also erstmal, ich habe das Video ja eingeleitet damit, dass ich wirklich sehr viel joggen gehe zurzeit, weil ich das einfach brauche, um runterzukommen. Und dementsprechend, dieser Kanal hier war eigentlich nie so geplant mit dem Content, den er gerade hat. Mir macht der Content aber richtig Spaß. Mir macht es Spaß, meine Meinung in diesen Videos hier zu artikulieren, viel zu lesen über die Nachrichten, weil das bildet mich, das merke ich einfach natürlich, weil ich nicht mehr so mit verschlossenen Augenklappen durch die Welt gehe. Und ich habe immer noch die Hoffnung und die Überzeugung, und ich weiß das anhand der Kommentare, die ihr ja schreibt, dass viele von euch auch sagen, danke für deine Arbeit, Olli, wir wissen das zu schätzen, was du machst und so weiter und so fort. Und dementsprechend möchte ich damit auf gar keinen Fall aufhören. Nichtsdestotrotz werde ich aber in diesem Kanal auch weiterhin noch anderen Content produzieren. So zum Beispiel hier einfach mal, wie ich mir was zu essen mache.
was ganz Triviales, was Beklopptes, irgendwie sowas in der Richtung, so eine kleine Essensempfehlung, sowas. Von Instagram werden das einige von euch kennen. Genauso werde ich aber auch hingehen, so ein bisschen Technik-Reviews. Ihr wisst das, sitze jetzt nicht gerade drauf, aber gestern Abend saß ich drauf, habe ich mir einen neuen Bürostuhl geholt. Dazu wird es auch ein Review geben, sowas in der Richtung. Wen das interessiert, freut mich sehr, klickt das Video auf jeden Fall an. Wenn ihr wirklich nur wegen dieser politischen Themen hier seid, dann klickt es halt nicht an, ärgert euch nicht drüber. Kommen natürlich noch weitere Sachen. Dann ein letzter Punkt, zwei Punkte. Einmal, den habe ich nämlich auf der Vorderseite hier noch stehen, bevor die Flinten-Uschi gestern gewählt wurde zur EU-Kommissarin, Präsidentin, whatever, da wurde Franziska, sie mag diesen Namen nicht, also nennen wir sie, wie sie heißt, Franziska Keller von den Grünen, noch interviewt und sie sagte was von wegen, dass die Rede gut war, die sie gehalten hat und so weiter und so fort. Und soweit ich weiß, war das ja eine geheime Wahl, also über Stimmzettel. Man wird nicht rausbekommen, wer wen da gestern wirklich gewählt hat bzw. nicht gewählt hat. Und sie sagte, die Rede wäre gut und die wäre inhaltlich jetzt so toll. Es wurden aber keine Vorschläge gemacht. Genau das, was ja ich gestern vorgehalten habe zum Thema EU-Klima und so weiter. Bis 2050 der erste Kontinent, der klimaneutral ist. Wie soll das funktionieren? Wenn ich jetzt hier joggen gehe, stoße ich ja auch irgendwo CO2 aus. Ich bin ja ganz böse. Und es verändert sich auch das Klima täglich. Wie soll das funktionieren? Das ist mir jetzt noch nicht so begreiflich, wie das gemeint ist, was das bedeuten soll. Und da stellt sich mir logisch denkend die Frage, hätte sie in der Rede irgendwas Schlechtes sagen sollen, können, müssen? Ist doch logisch, dass wenn ich gewählt werde, so eine Rede mache, die relativ positiv ist. Ne? Also war einfach so ein Gedanke jetzt von mir, ja, war doch abzusehen. Also dass so eine Scar Keller so kritisch jetzt doch auf einmal nicht ist, wer weiß, was da hinter verschlossenen Türen für Abmachungen gemacht wurden, dass sie die mit ein paar anderen Grünen vielleicht gegebenenfalls sogar doch noch gewählt hat. Ich weiß es nicht. Dementsprechend letzter Punkt. Sehr geil. Ich bin jetzt auf Twitter auch ein bisschen häufiger aktiv. Folgt mir da. 83MeToo. 83MeToo, so ist es richtig. Und ja, bei Twitter habe ich gestern nämlich noch was gesehen vom Martin Sonneborn von der Partei Die Partei. Und der hat nämlich eine schöne Rede gehalten. Das fand ich auch sehr interessant. Der hat dann sage und schreibe 1,5 Minuten Redezeit bekommen. Ich weiß nicht, ob das so üblich ist. Er hat auf jeden Fall eine kleine, ich will es schon nennen, Laudatio auf Ursula von der Leyen gehalten und verschiedene Sachen noch rausgehauen. Auch das ganze Thema mit der Berateraffäre und so weiter. Jemand, der EU-politisch wirklich keine Referenzen hat, wie Ursula von der Leyen es da einfach der Fall ist, dass jemand so eine Person einfach gewählt wurde. Er kann es genauso wenig nachvollziehen wie ich. Und zugleich hat er auch noch in Frage gestellt, dass Christine Lagarde, die, Zitat von ihm, 400 Millionen Euro veruntreut hat, dann jetzt auch noch zur neuen EZB-Leiterin gewählt wurde. Bin ich mir gerade noch gar nicht sicher, ob das jetzt durch ist. Und das kann doch alles hinten und vorne einfach nicht hinhauen, Leute. Jemand, der noch nie nicht mal eine Nationalbank geleitet hat, Christine Lagarde hat sowas ja noch nicht getan, wenn ich die Vita richtig im Kopf habe, wie kann die denn auf einmal eine EZB leiten? Das ist doch paradox. Ne? Und er hat sein Plädoyer oder seine Rede mit dem geilsten Satz ever beendet, womit ich dieses Video hier auch beenden möchte. Europa nicht den Laien überlassen. Ich hoffe, ihr versteht das. Es bleibt weiterhin spannend, Freunde. Danke auf jeden Fall für den krassen Support. Kommentiert das Video fleißig, liked es, teilt es, macht immer so weiter. Kanal geht straight auf 20.000 Abonnenten zu. Das ist wirklich der Knaller, was ich hier für einen Support von euch erhalte. Danke auf jeden Fall dafür und Europa nicht den Laien überlassen. Sorry, Freunde, Video doch noch nicht zu Ende. Ein ganz wichtiger Punkt, der mir jetzt hier noch kommt, den ich gerade nicht erwähnt habe. Beim Joggen ist das immer so ein bisschen hin und her mit den Gedanken. Dementsprechend, es geht um den Punkt, überleg doch mal, was die CDU für Probleme seit der EU-Wahl hat. Nicht nur durch Rezo, sondern auch durch ihr eigenes Verhalten. Da man sich wirklich immer wieder die Posten hin und her schachert und das einfach so intransparent macht, dass es kein normal denkender Mensch nachvollziehen kann. Wo ich auch wirklich sagen muss, dass klingt doch alles nach Bananenrepublik, um es jetzt mal hier als Aluhutträger auszudrücken. Aber so empfinde ich das langsam wirklich, wenn eine AKK Verteidigungsministerin wird, die vor 14 Tagen noch sagt, sie würde das auf keinen Fall machen, so, weil sie mit der CDU so beschäftigt wäre, mit dem Vorsitz. Sorry, aber das
hilft der CDU nicht. Nein, im Gegenteil, das macht ganz große Probleme, wie ich finde, bei der CDU. Denn wie will man denn wieder an Glaubwürdigkeit gewinnen, vor allem bei den jüngeren Zuschauern, sage ich schon, bei den jüngeren Wählern, wenn man solche Aktionen fährt? Das kann doch nicht sein. Und da hatte nämlich gerade unter mein letztes Video auch ein Kandidat geschrieben, ich weiß nicht, ob es echt ist oder nur ein Troll, ich kann mir auch vorstellen, dass es wirklich wahr ist. Er schrieb nämlich ungefähr, kein Wortlaut genau jetzt, dass er jetzt spätestens verstanden hat, dass das mit der CDU nicht sein kann, dass er als Mitglied absolut unzufrieden ist und austreten wird, wenn ich das richtig im Kopf habe, aus der CDU, weil dieses Posten hin und her Geschacher ist sowas von unseriös und passt einfach hinten und vorne nicht. Es tut mir leid, wenn er so lange gebraucht hat. Ich habe diese Erkenntnis schon vor einigen Jahren gehabt. Unter anderem war Angela Merkel, die schöne Angie, wirklich ganz gravierender Grund dafür, dass ich aus der CDU ausgetreten bin, aber unter anderem auch dieses Thema. Dementsprechend, Freunde, jetzt sind wir aber raus, haut rein, bis zum nächsten Video, Daumen hoch und ciao.